Hallo, ich zeige euch hier und jetzt ein Update von Filou. Filou und sein Pflegefrauchen haben wir heute getroffen. Sie arbeitet sehr, sehr gut. Sie macht Klickertraining und Grundgehorsam. Man sieht es hier ganz gut, dass er sie zum Platz ganz schön kann. Und in einem jetzt gleich gezeigten Interview seht ihr noch mehr und erzählt euch Franziska noch mehr über den hübschen Filou. Das ist jetzt der Filou, gell? Ja. Mit dem Pflegefrauchen Franziska. Genau. Wie macht sich der Filou zurzeit? Er macht sich immer besser. Okay. Von Tag zu Tag lernt er okay. neue Sachen kennen. Er ist sehr neugierig und offen. Okay. Oft halt wirklich noch sehr unsicher. Ja. Also man merkt auch, dass er immer noch die Wand sucht als Sicherheit und okay. sich sehr stark auch auf mich fixiert, dass er auch noch, wenn ich weggehe und wiederkomme. Okay. Das ist für ihn schon noch ein bisschen Stress, auch neue Umgebungen, aber er wird offener und er ist jetzt 3 Wochen bei dir, gell? Ungefähr ja, sowas. Noch nicht ganz. Noch nicht ganz 3 Wochen. Okay, zwei Wochen genau. und ein paar Tage. Genau. Und du gehst regelmäßig mit ihm in die Hundeschule? Genau. Und arbeitest dann was hauptsächlich? Was machst du mit ihm? So? Ich bin mit ihm vor allem dran, um an der Sozialisierung zu arbeiten, wo er ja scheinbar oder so, wie wir es wissen, nicht viel hatte. Das heisst, dass er ganz viele andere Leute auch kennenlernt. Ja. Verschiedene Hunde, Typen, ja. junge Welpen, dass er da einfach ein bisschen mehr lernt aushalten und, ja. und wie er sich verhält auch gegenüber anderen Hunden und Menschen. Und du hast gesagt, dass er mit Rüden ist das eher ein Problem. Unkastrierte Rüden hat er nicht so gern. Ja, also das ist jetzt bis jetzt einfach mal ein Fall gewesen, wo das ein bisschen kurz, ein bisschen Okay. Das ist schon auch mit Rüden ist problemlos gegangen. Ist problemlos, ja. okay. Man muss halt schauen, er ist oft einer, der ein bisschen reinschwätzt und ein bisschen Knoten macht. Er vertreibt okay. noch nicht sehr viel, aber das ist auch, weil er es noch nicht kennt. Weil er es nicht kennt, genau, weil er unsicher ist. Das Alter natürlich auch noch. Er ist halt ja. noch jung und genau. unerfahren. Und die Erfahrung macht er jetzt auch, oder? Ja. Bei dir in der Hundeschule. Du genau, hast ja selber genau. noch eine Hündin und das heißt, da hat er auch genug Sozialkontakt. Genau. Und du bist wahrscheinlich auch immer wieder mit anderen Leuten, mit Hunden zusammen, wo man dann... Ja, also ich nehme ihn überall mit. Okay. Er kann ihn dabei beim Arbeiten und aber auch bei, zum Beispiel im Restaurant habe ich ihn schon mehrmals mitgenommen. Ja. Wir sind zusammen ins Wasser gegangen, das hat er vorher auch noch nicht so kennt. Okay, geht er gerne ins Wasser? Mittlerweile schon, ja. Mittlerweile schon? Ja, zu zweit ist das ihr neues Hobby. Okay, ja. okay, genau. okay, okay. Gell? Gut. Und du schaffst mit Klickertraining, vielleicht zeigst du noch mal ganz kurz was, ja. wäre das okay? Einfach das. Filou, komm hier. Komm hier. Assi. Das funktioniert natürlich perfekt. Assi. Assi, ja, ja fast perfekt. Einen Assi, Filou, Kuschel. Ja, also schaffst du auch das Klicker ohne Belohnung oder nur immer jetzt momentan noch mit? Momentan noch alles mit Belohnung. Mit Belohnung. Also das heisst, er bekommt auch das Futter wirklich den ganzen Tag durch noch aus der Hand. Okay. Dass er wirklich lernt, auch Beziehung zu machen und dass er auch einen Antrieb hat, um Sachen zu lernen. Mhm. Er ist ja sehr lernbegierig. Klar. Und das ist dann schon das Ziel, dass man ab jedem Ding den muss bestätigen muss. Ich mache es einfach jetzt. In der also, Eingewöhnungsphase halt genau, noch. Genau, dass man wirklich jeglichen Kontakt oder jeglichen richtigen Schritt auf dem Weg zu einem Kommando und so weiter, dass man das einfach schon bestätigt. Okay, insofern ist er in einer guten Lernphase. Das heißt, wenn ihn jemand übernehmen würde, würdest du ihm natürlich auch entsprechend ja. Tipps geben und ihn einarbeiten und helfen. Aber ich meine, wir sind vom Pfotenteam natürlich froh, dass wir jemanden haben, der sich so engagiert und mit dem Hund so viel macht. Und natürlich verbessern sich dadurch auch seine Vermittlungschancen. Ja, also es ist wirklich ein ganz toller Hund, muss ich sagen. Der neue Besitzer wird ganz viel Freude haben mit ihm. Ja. Er ist aktiv, natürlich. Klar, man muss ihn klar, fordern, klar, das ist klar, so. Klar. Aber es ist so ein Will-Please-Hund. Also er will jedem gefallen klar. und er ist ganz unmalimässig. Also er hat schon auch seine nervösen Phasen, aber klar. er ist auch wirklich ein toller. Okay, aber auch nicht hypernervös und nicht hyper agil, sondern relativ. Für sein Alter und seine schlechte Erziehung oder seine fehlende Erziehung ist er relativ souverän.
Ja, extrem. Habe ich den Eindruck, also er hat Unsicherheiten abgelegt. Ja. Und ja, es macht einfach Spass, mit ihm zusammen den Tag zu verbringen. Super. Franziska. Und verschmust ist er. Verschmust ist er natürlich, ja. Okay, super. Herzlichen Dank für die ganzen Infos. Gerne.